Wenn ich Geldprobleme habe und einige starke finanzielle Herausforderungen und es fühlt sich so an, als habe ich nicht genügend Geld in meinem Leben, als ist da einfach nicht genügend Geld da. Das Geld geht mir aus und ich sehe nicht mehr Geld reinkommen und da ist nicht genügend Geld und ich brauche mehr Geld. Ich habe wirklich eine finanzielle Herausforderung. Wir alle haben diesen Augenblick in unserem Leben. Wenn ich eine dieser Augenblicke habe, weißt du, was das Beste ist, was ich tun kann? Das, was ich noch an Geld habe, wegzugeben. Das scheint so gegensätzlich. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Menschen tun. Wenn Menschen sehr wenig Geld haben und sie denken, dass ihnen das Geld ausgeht, dann beginnen sie es zu horten. Oder was auch immer es sein mag, Essen, Geld, Energie oder sogar Liebe. Wenn wir denken, dass uns etwas fehlt, dann beginnen wir es zu horten, von dem wir glauben, dass es uns fehlt. Wenn es genau das Gegenteil von dem ist, was die kreative Energie erzeugt, das ist, was die ankommende Erfahrung verändert und verwandelt. Und ich sage dir auch warum. Lass uns annehmen, ich denke, mir geht das Geld aus. Der schnellste Weg für mich, diese Energie zu verändern, diese energetische Signatur zu verwandeln, meine Gedanken darüber zu ändern, dass ich nicht genügend Geld habe, ist es, jemand anderem zu geben. Lauf die Straße runter, geh durch deine Stadt und finde jemanden, der weniger Geld hat als du. Du musst dafür nicht weit gehen. Nur ein paar Blöcke. Dann wirst du für gewöhnlich sehr schnell jemanden finden. Manchmal ist es ein Obdachloser, der gerade auf der Straße ist und keinen Ort hat, wo er leben kann. Doch du wirst jemanden finden, der jetzt gerade weniger Geld hat als du. Sogar wenn du denkst, dass du sehr wenig hast, du denkst, es geht dir aus, wirst du sehr einfach jemanden finden, der noch weniger Geld hat. Und wenn du jemanden findest, der noch weniger hat, gib ihm etwas von dem Wenigen, das du hast. Und warum solltest du das tun? Weil es eine energetische Unterschrift einrichtet. Wie kann ich das philosophisch ausdrücken? Es sagt dem Universum, dass das, was du fühlst, wahr für dich ist. Und das Universum wird dir das immer spiegeln, es wird dir das immer zurückspiegeln, von dem glaubst, dass es für dich wahr ist. Du sagst etwas zu dem Universum und das Universum sagt es zu dir zurück. Wenn du damit beginnst, dein Geld wegzugeben, vor allem wenn du denkst, dass du sehr wenig davon hast und dass es dir ausgeht, sagt das Universum, okay, ich habe genug. Ich habe in der Tat genug. Tatsächlich habe ich so viel, dass ich noch jemand anderem etwas abgeben kann. Das ist eine Demonstration meiner höchsten Wahrheit. Meine tiefste Wahrheit ist, oh mein Gott, ich habe kein Geld, ich habe nicht genug, ich habe nicht genug. Doch die höchste Wahrheit ist, weißt du was, ich habe genug. Ich habe sogar so viel, dass ich jemandem etwas abgeben kann. Und das Universum sagt, wir haben es kapiert. Wir haben es verstanden. Und das Universum beginnt dir diese Erfahrung zu liefern, die du ihm geliefert hast. Du hast dem Universum gezeigt, dass du genügend hast. Und das Universum wird dir zeigen, dass du genügend hast. Das Universum ist einfach ein Kopierer. Hast du es verstanden? Das Universum ist eine Vervielfältigungsmaschine. Es ist wie ein Fotokopierer. Es vervielfältigt wirklich genau das und sendet es an die Maschine, was du in sie hineingesteckt hast. Was immer du reinsteckst, ist das, was rauskommt. Vergrößert. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.